Hallo und moin moin! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute lade ich Sie ein zu einem Experiment. Es ist ein Experiment an mir selbst, das ich am 21. Januar 2019 startete. An diesem Tage beschloss ich, meine Sehkraft zu verbessern und stellte mir selbst das Motto: Nie wieder Brille. Ich werde Ihnen aufzeigen, wie auch Sie Ihre Sehkraft verbessern können oder sich auch ganz von dem Hilfsmittel Brille befreien können. Diese Befreiung ist leichter, als Sie vielleicht denken. Es bedarf nur etwas Wissen, den Wunsch und den Willen, es zu tun. Den Wunsch und den Willen hatte ich bereits, fehlte also nur noch das Wissen. So machte ich mich auf die Suche nach Informationen über das Sehen und die Verbesserung der Sehkraft. Meine Erkenntnisse, die ich dadurch erlangte, möchte ich hier mit Ihnen teilen. Da das Wissen über dieses Thema sehr vielfältig ist, habe ich dieses über mehrere Videos verteilt. Ich habe versucht, die Videos möglichst kurz zu halten, weil viele Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr in der Lage sind, alle Informationen aus langen Videos aufzunehmen und zu verarbeiten. Wenn wir von der Verbesserung der Sehkraft sprechen, ist hier in erster Linie von der Verbesserung oder Beseitigung der Kurzsichtigkeit, der Weitsichtigkeit und der sogenannten Hornhautverkrümmung die Rede. Alle drei sind keine Krankheiten, sondern Sehschwächen. Laut Schulmedizin sind diese Sehstörungen oder Sehschwächen nicht heilbar, also nicht rückgängig zu machen, sondern nur durch Brillen, Kontaktlinsen oder Laserchirurgie zu korrigieren. Die Schulmedizin behauptet, dass die Menschen, die Brillen oder Kontaktlinsen tragen, diese ein Leben lang tragen müssen. Ob das stimmt, wollen wir uns näher betrachten. Jedoch vorab einige Angaben zu meiner Person. Zum Zeitpunkt dieses Videos bin ich 63 Jahre alt. Bis zum 53. Lebensjahr benötigte ich keine Brille. Dann wurde mein Sehvermögen schlechter. Ich bekam speziell beim Lesen und bei der Computerarbeit Probleme. Ich suchte im Jahr 2009 einen Optiker auf und der stellte eine Weitsichtigkeit und eine Hornhautverkrümmung fest. Ich brauchte also eine Brille, war darüber jedoch nicht erfreut. Ich fügte mich jedoch in mein Schicksal, auch weil in mir der falsche Glaubenssatz tief verankert war. Wenn man älter wird, werden die Augen schwächer und dann braucht man eine Brille. Heute weiß ich natürlich, dass dieser Glaubenssatz Bullshit ist, denn dann müssten ja alle älteren Menschen mit Brillen rumlaufen. Dieses ist jedoch nicht der Fall und es gibt und gab Menschen, die auch bis ins hohe Alter keine Brillen benötigten oder benutzten. Der Optiker meiner Wahl machte mir eine teure Gleitsichtbrille schmackhaft. In meiner Naivität glaubte ich ihm und entschied mich dann auch für solch eine Brille. Diese Brille trug ich jetzt täglich. Ich setzte sie morgens nach dem Aufstehen auf und vor dem Zubettgehen ab. Ich trug die Brille also auch dann, wenn eigentlich keine Notwendigkeit dafür vorlag. Heute weiß ich, dass das ein Fehler war, denn die Sehkraft meiner Augen wurde von Jahr zu Jahr schlechter. Wenn ich zu Anfang nur Probleme mit dem Lesen hatte und alles, was in mittleren und weiten Distanzen noch gut zu sehen war, änderte sich jetzt. Als dann die erste Brille defekt war, musste ich natürlich eine neue haben. Meine Sehkraft war schlechter geworden, sodass die neue Brille dieses ausgleichen musste. Und bei der nächsten Brille war das wieder der Fall. Noch schlechtere Sehkraft, noch stärkere Brille. Und niemals hinterfragte ich dieses Wechselspiel. Auch fragte ich niemals einen Augenoptiker, ob dieser Prozess mit natürlichen Mitteln zu stoppen ist. Zu tief war ich in meinem Glaubenssatz gefangen. Ich befand mich in einem Teufelskreis, wie Millionen anderer Brillenträger auch. Computerarbeit ohne Brille war jetzt überhaupt nicht mehr möglich. Und auch meine Sehkraft in der Ferne ohne Brille wurde immer schlechter. Die letzte Gleitsichtbrille reichte nach einiger Zeit auch nicht mehr aus zum Lesen. Dafür benötigte ich noch eine stärkere Lesebrille und bei kleineren Schriften sogar eine Lupe. Ein paar Tage vor Beginn dieses Experimentes zerbrach meine Gleitsichtbrille
und ich hatte nur noch eine ältere Ersatzbrille. Der erste Impuls war, mir jetzt eine neue Brille zu kaufen. Das machte ich jedoch nicht, sondern startete dieses Projekt. Ich benutze jetzt zum Arbeiten und Lesen am Computer die Ersatzbrille, zum Lesen von Schriftstücken, Lesebrille und oder Lupe. Immer wenn ich nichts lesen muss, setze ich meine Brille ab. Das war zwar zu Anfang etwas unangenehm, doch von Tag zu Tag wurde es besser. Ich gehe auch ohne meine Gleitsichtbrille aus dem Haus und nehme nur manchmal, wenn es nötig ist, eine Lesebrille mit. Jetzt begann ich auch mit den Augenübungen, von denen ich später berichten werde. Heute ist der 24. Januar. Ich habe bei einem der großen Optiker Deutschlands einen Sehtest gemacht. Hier die Daten von vor 10 Jahren. Rechtes Auge, linkes Auge und dies sind die aktuellen Daten. Rechts, links. Die V0,8 bedeutet 80% Sehstärke auf dem rechten Auge und die V1,0 100% Sehstärke auf dem linken Auge mit Brille. Ich habe also zurzeit eine Sehschwäche von 2,5 Dioptrie. Die freundliche Verkäuferin sagte, dass die Sehkraft der Augen schlechter geworden ist, was ja auch die Daten belegen, jedoch nicht so groß, wie man vermuten müsste, bei einem Zeitraum von 10 Jahren. Auch die Hornhautverkrümmung hat zugenommen. Sie meinte, beides wäre nicht reparabel. Da wollen wir einmal sehen, was in den nächsten Monaten passiert. Denn mein Ziel ist es, eine Sehstärke von 100% auf beiden Augen zu erreichen, und zwar ohne Brille. Was erwartet Sie im nächsten Video? Sie werden erfahren, wie sich meine Sehkraft bereits nach wenigen Wochen verbessert hat. Sie werden das alte Heilkraut Augentrost kennenlernen und ich stelle Ihnen die Methode von Professor Sadanov vor, mit der ich meine Sehkraft bereits verbessert habe und sie weiterhin verbessern werde. Sie bekommen Informationen über den Urvater des Augentrainings, Dr. Bates, und dessen verblüffende Entdeckungen über die Sehkraft und die dazu im totalen Widerspruch stehende Theorie der Sehkraft der heutigen Schulmedizin. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie mir einen Daumen hoch geben und meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, alles Weise, alles Schöne.